In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du den WhatsApp-Status anonym anschauen kannst. Du solltest auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dranbleiben, weil ich am Ende des Videos dir auch noch einen Trick zeige, wie du den WhatsApp-Status anonym anschauen kannst, ohne etwas in den WhatsApp-Einstellungen zu ändern. Wir starten jetzt erstmal mit der ersten Methode und gehen dafür in WhatsApp. Dort in den Einstellungen klickst du zunächst auf Account. Anschließend gehst du auf Datenschutz. Und jetzt siehst du bereits, dass bei uns die Lesebestätigung aktiviert ist. Diese ist standardmäßig eingestellt und wir müssen das Ganze jetzt deaktivieren. Sobald du die Lesebestätigung deaktiviert hast, kannst du jeden WhatsApp-Status anonym anschauen. Das Deaktivieren der Lesebestätigung bei WhatsApp hat aber auch noch die Folge, dass bei dir jetzt keine blauen Haken mehr angezeigt werden. Das bedeutet, wenn jemand dir eine Nachricht schreibt und du diese Nachricht gelesen hast, dann werden keine blauen Haken bei dir mehr angezeigt und der Nachrichtenschreiber weiß nicht, ob du diese Nachricht auch wirklich bereits gelesen hast. Das Ganze solltest du auf jeden Fall bedenken. Und jetzt, wie versprochen, hier nochmal mein Tipp, wie du jeden WhatsApp-Status anonym anschauen kannst, ohne eine einzige Änderung in WhatsApp. Und zwar, wir wissen ja alle, dass ein WhatsApp-Status 24 Stunden verfügbar ist. Wenn du natürlich jetzt von einer Person den WhatsApp-Status anonym anschauen möchtest, dann müsstest du einfach nur warten, bis der Status nur noch eine Minute zum Beispiel aktiv online sein wird. Und in dem Moment klickst du dir dann den WhatsApp-Status an, schaust ihn dir auch an. Und in der Regel sollte dann die Person natürlich jetzt nicht mehr in der letzten Minute darauf achten, ob noch zusätzliche Personen diesen WhatsApp-Status gesehen haben. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen da, ansonsten abonniere gerne diesen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine weiteren Videos verpasst.